mal dir den Sack auf die Schulter. Oh. Hoho! Hoho! Hey, und, Paul, was machst du denn da? Ah, hallo Manuela. Ja, ich bin der Nikolaus. Du bist doch nicht der Nikolaus. Das sieht so mehr nach so einem Cola-Weihnachtsmann aus. Wie? Hör mal, nee, das geht nicht. Das ist kein Nikolaus. Ich dachte, der Weihnachtsmann und der Nikolaus ist alles dasselbe. Quatsch. Nein? Nein, das eine ist eine Erfindung von Coca-Cola für die Werbung und den Nikolaus, den gab's wirklich. Werbung und ja. Den Nikolaus, den gibt's ehrlich? Ja. Ja. Das war ein total lieber, freundlicher Mensch, der selber Bischof war. Der vor, lass mich mal nachdenken, über 1600 Jahren gelebt hat. So in der Gegend, wo jetzt die Türkei ist. Boah, so weit weg. Aber hatte der dann gar nicht so eine Zipfelmütze mit so einem Bömmel? So wie ich jetzt? Dann passt also meine Mütze gar nicht zum Nikolaus? Nee, komm, ich nehme sie dir mal ab. Ja, und die hätte. Aber der Nikolaus hat doch immer irgendwas auf dem Kopf, Manuela. Das geht doch jetzt nicht. Das stimmt, aber das war eine Mitra. Also eine Bischofsmütze. Was? Eine Mitra? Bischofsmütze. Ne, der Bischof, der hat in der Kirche damals gearbeitet und der hatte eine ganz spezielle Mütze. Ich zeige dir mal, wie die aussah. Oh, du hast eine Mütze? Na klar, es ist ja bald eine Bischofsmütze. Ne? Guck mal so, darf ich dir die mal aufsetzen? Ja, klar, klar. Ja, passt auch auf deinen Kopf. Ja, dann siehst du schon mehr aus wie der Nikolaus. Ah, das ist ja super. Was hat denn so ein Nikolaus dann noch? So, also ich meine, so ein Bischof, so ein Nikolaus-Bischof oder Bischof-Nikolaus oder... Genau. Also die Bischöfe haben immer so dieses weiße Gewand an, aber die haben auch, guck mal, so eine Art Schal immer um. Oh, das sieht aber schön, ein schönes Rot. Genau, so einen roten Schal, damit man auch sieht, die sind Bischof und nicht irgendjemand anders, ne? Ja, und jetzt gibt der, hat der nicht immer so einen komischen Stock noch, so ein Bischof? Ja, ein Bischofsstab, meinst du? Ja, ein Bischofsstab. Mal, da habe ich nicht ein Original, in deiner Größe gab es nämlich noch nie einen Bischof. Was ist das denn? Na, eigentlich ist es ein Kinderregenschirm, aber ich habe den mal eingewickelt, dass der so aussieht wie so ein echter Stock. Und das hast du für mich gemacht? Ja. Super. Ich wusste dass du das immer durcheinander bringst, wer ist. Boah. Aber egal. Aber ich bin jetzt der Nikolaus. Okay, ein Kinder-Nikolaus. Und darf ich jetzt den Kindern Geschenke bringen? Ja, aber heimlich, ne? Warum? Weil der echte Nikolaus damals hat auch einer Familie geholfen und denen heimlich nachts durchs Fenster ein Säckchen mit Gold geworfen. Ach so. Ne, damit die genug Geld hatten, damit die Töchter von der Familie heiraten konnten. Also daher, damals hat er das auch schon gemacht. Und davon ist... die Tradition entstanden, dass wir auch jeden Nikolaus immer am 6. Dezember was bei uns vor der Tür finden. Ach so, deswegen, der bringt sozusagen bis heute noch die Geschenke, ja? So was sagt man zumindest, ja. Okay, kann ich denn dem Nikolaus vielleicht helfen? Bestimmt. Oh, dann müssen wir mal gucken, dass wir in deinen Beutel tolle Sachen packen. Ja, und super. Dann kannst du vielleicht mitverteilen. Und warum müssen die Kinder immer die Schuhe, die Stiefel putzen und vor die Tür stellen? Das ist eine gute Frage. Dreckige Stiefel fände ich sehr unpassend für jemanden, der Geschenke bringt. Und weil der Nikolaus vielleicht, wenn es kalt ist, warme Schuhe braucht und dass die Kinder dann quasi ihre Schuhe auch dahin stellen und dann legt er die Geschenke da rein. Ja, aber wenn er warme Schuhe braucht, dann wird er die ja anziehen. Die passen doch alle nicht. Ja, vielleicht nur so, dass die Kinder sozusagen sagen, lieber Nikolaus, guck mal, wir denken an dich mit deinen warmen Schuhen oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber ich kenne das sogar auch, dass man nämlich noch ein Tellerchen mit Keksen hinstellt und was zu trinken, damit er sich nämlich was nehmen kann auf seiner weiten Reise in der Nacht. Tja, das ist gut. Also dann können ja die Kinder zu Hause jetzt mal, heute ist ja der 5. und Nikolaus Abend und morgen ist Nikolaus Tag, dann können die Kinder ja jetzt auch einen Teller vor die Tür stellen und die Stiefel nochmal putzen und rausstellen und dann gehen wir beide mit dem echten Nikolaus zusammen da vorbei und legen was da rein. Okay, Manuela? Ja, das ist ein Plan. Okay. So machen wir das. Gut, dann macht ihr das ordentlich zu Hause, Kinder, und dann sagen wir Tschüss!